Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr Blitz schnell eure Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Seania, ich grüße dich. Du möchtest wissen, was verbindet dich mit deinem Ex? Wie geht es weiter? Und das klären wir bei dieser Legung. Dein Gegenwart zeigt hier diese Karte. Die Zahl 2 bedeutet Zweisamkeit und das entspricht deinen Bedürfnissen. Und so wie dieser Baum hier verwurzelt ist, das entspricht auch deinen Gedanken, deinen Gefühlen und deine Wünsche. Endlich angekommen zu sein, verwurzelt zu sein, verankert zu sein. Dieser Baum symbolisiert die Vergangenheit. Du kennst ihn auch von Vergangenheit, aber es ist eine gewisse Traurigkeit dabei. Sein Gegenwart zeigt dieses Bild. Und das heißt, mit diesem Schlüssel kann man diese Tür öffnen oder schließen. Und er ist unsicher. Bist du offen für diese Beziehung? Weil er möchte mit dir eine Beziehung eingehen. Er möchte einen Neuanfang. Oder bist du eher verschlossen? Und er weiß nicht, wie soll er mit dir umgehen. Er findet die Schlüssel noch nicht zu deinen Herzen. Was verbindet euch beide? Das zeigt hier dieses Bild. Die Anker symbolisiert auch die Stabilität, verankert zu sein. Und diesen Wunsch habt ihr beide, endlich angekommen zu sein. Und das entspricht auch euren Hoffnungen und Wünschen. Und das ist im Hintergrund auch das Wasser. Das befreit euch auch, wenn ihr das lebt. Und diese Sehnsüchte habt ihr beide. Aber die Zahl 3 zeigt, das ist instabil. Wenn das die Zahl 2 wäre, dann würde das bedeuten, du und er. Wenn das die Zahl 4 wäre, dann hat das Hand und Fuß, das hat eine Struktur. Aber die Zahl 3 ist instabil und so fühlt sich das auch an. Soll ich nicht, ich weiß es nicht. Oder bedeutet eine dritte Person, eventuell die Ängste, auch Einfluss von innen und nicht nur von außen. Welche Schritte sollst du tun? Das zeigt hier diese 3 Karten. Dieser Fuchs symbolisiert Falschheit oder falsche Gedanken, falsche Entscheidungen. Also überleg das ganz genau, wie triffst du deine Entscheidungen. Dieser Fuchs raubt etwas. Und wenn hier ein Raub, ein Diebstahl entsteht, dann ist auch Verlust da. Und das symbolisiert Verlustangst. Und dieses Gefühl wäre auch falsch, weil stört die Harmonie. Also es ist wichtig, im inneren Gleichgewicht bleiben. Und dieses Schwert hat auch eine symbolische Bedeutung, trennen von Angst. So wie Erzengel Michael trennt, mit seinem Lichtschwert auch von unserem Ängsten. Und so kommt das alles in Harmonie, im Gleichgewicht. Diese Waage bedeutet auch ausgleichen oder vergleichen, dass du sollst ihn mit deinem anderen Partner auch vergleichen. Also hier spielt 2 Männer eine Rolle und du triffst die Entscheidungen. Und du sollst kluge Entscheidungen treffen und das wirst du auch tun. Aber bevor du schnell
zu einer falschen Entscheidung greifst, sollst du erstmal die innere Ruhe bewahren, dann auch überlegen, alles vergleichen, die Situation oder wie die mit dir umgehen, das natürlich auch berücksichtigen und dann triffst du eine klare Entscheidung und das bedeutet auch Gesprächen, Handlungen und gleichzeitig ein Neuanfang. Und welche Schritte wird er tun? Er steht in einer großen Herausforderung. Das kann bedeuten, dass in seiner Umgebung Streitigkeiten gibt. Oder dieser Kampf kann auch ein innerer Kampf sein. Oh, soll ich nicht? Oh, ich habe Angst. Also hier entstehen auch diese Gefühle wie Angst und Zweifel. Immerhin ist sehr hoffnungsvoll und das zeigt dieses Bild auch. Und er setzt dich in diesem Wolken, im siebten Wolken zu sein. Und wenn ihr kontaktiert oder immer mehr miteinander in diesem Kontakt seid und trifft, kannst du sicher sein, dass er wieder Gefühle für dich hat. Und das ist die Verliebtheit. Und wenn du dann ein Nein sagst, und das entspricht nicht seinen Hoffnungen, dann ist er am Tränen. Oder wenn er hier diesen Kampf, diesen inneren Kampf hat, die Angst und Zweifel, und er weiß nicht, was er tun soll, immerhin ist die Unsicherheit da. Soll ich nicht, soll ich Offenheit zeigen oder eher verschlossen zu sein, ein Schritt vorwärts oder zwei zurück, dann löst natürlich auch aus, dass eventuell du bist am Tränen und löst diese Traurigkeit aus, was du jetzt schon spürst mit diesem Trauerweide, symbolisiert auch Traurigkeit. Lieber Zeit lassen, gut überlegen, mit dem anderen Mann auch kontaktieren und dann ausgleichen, beobachten die Geschehen und sollst später, nicht sofort, später eine kluge Entscheidung treffen. Habt ihr Chancen, euch zu versöhnen, würde dir das gut tun, mit ihm wieder zusammen zu sein für einen Neuanfang? Ja, nein oder vielleicht? Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja, es wird gut gehen, du bist mit ihm dann glücklich und ihr habt diese Chance. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet, das bringt nichts. Es wäre besser, das abschließen. Wenn die Pendel stehen bleibt, bedeutet vielleicht, das kann was werden oder wir sollen diese Frage momentan noch nicht stellen. Ja, nein oder vielleicht? Die Antwort ist nein. Mit ihm zu versöhnen, mit ihm wieder in eine Partnerschaft einzugehen, würde nicht gut sein für dich, aber höre auf dein Gefühl. Was sagt dein Herz dazu? Und folge dein Herz und folge deiner inneren Stimme. Bei der Legung liegt es nicht allzu gut. Liebe Seania, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.